Ja, meine lieben Freunde, Zuschauer, Teilnehmer, herzlich willkommen zu unserem ersten Webinar von Lina und mir. Ja, ich würde mich kurz vorstellen, dann wird sich Lina bei euch vorstellen und dann würden wir auch schon mit unserer mit unserem kleinen Webinar starten. Ich bin René. Ich komme ursprünglich aus dem Hotelgewerbe. Ich habe 9 Jahre in der Hotellerie gearbeitet und durch diese Erfahrung habe ich jetzt auch das ganze Thema Recruiting, Personal mittlerweile schon mit 15 Jahren Berufserfahrung belegt und bin wie Lina auch jetzt noch neu bei Talentwunder. Und wir freuen uns heute, dass ihr da seid und wir freuen uns, dass wir dieses Webinar für euch abhalten können. Genau so ist es. Dann stelle ich mich einmal vor. Genau, ich bin Lina, bin noch nicht so ein alter Hase im Personalgeschäft wie der René. Ich bin tatsächlich seit 5 Jahren im Bereich Personal und vorher ganz klassisch Bürokommunikation und Auslandsaufenthalte und bin hier bei Talentwunder als Senior Recruiterin tätig. Okay. Für die Einleitung, für den Start, ja, haben wir natürlich auch noch ein kleines Video gemacht, was wir euch kurz zeigen wollen. Das heißt, die, die es noch nicht gesehen haben, es geht auch nur ganz kurz, aber das möchten wir euch mal kurz noch vorführen. Hi, ich bin Lina. Und ich bin der René. Und wir beide arbeiten im Recruiting bei Talentwunder. Und jetzt ratet mal was. Richtig, denn wir haben diesen Donnerstag 10 Uhr unser erstes Webinar zu dem Thema neue Wege des Active Sourcing. Und mit diesem Video möchten wir euch gerne recht herzlich dazu einladen. Wir freuen uns jetzt schon auf den Austausch mit euch. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Eure Lina und euer René. Genau. Das Video haben wir letzte Woche gemacht. War auch sehr, sehr interessant gewesen, was nachher die Outtakes angeht. Ich denke, das kennt ihr ja. Aber deswegen kommen wir doch gleich mal zu unserem ersten Punkt, den wir mit euch heute besprechen oder präsentieren wollen, wie auch immer. Und zwar Recruiting-Knicke. Ja, Recruiting-Knicke. Was heißt das? Wir beide sind Recruiter. Ihr alle seid aus dem Bereich HR und Recruiting. Jeder von euch hat auch mal die andere Seite erlebt, dass er selbst als Bewerber für eine Recruiting-Position, ja, das sind übrigens meine Lieblingsgespräche immer, verschiedene Erfahrungswerte gesammelt hat. Und wir haben uns einfach mal gedacht, okay, dann nehmen wir doch mal alle die Erfahrungswerte, die wir mal hatten in der Vergangenheit, gucken, was war gut, was war nicht so gut und wie kann man dann einen Weg, einen Recruiting-Knicke daraus formen. Ja? Und das Erste, was uns dabei aufgefallen ist, das war das Thema Time to Respond. Und deswegen kann Lina jetzt an der Stelle gerne starten. Sehr gern. Richtig, time to respond. Ich denke, wir alle haben es in irgendeiner Art und Weise schon mal erlebt, dass gar keine Rückmeldung auf Bewerbung kommen, total verspätete Rückmeldung auf Bewerbung kommen. Und ich glaube, niemand fühlt sich damit richtig gut. Deswegen wir einfach sagen, 48 Stunden. Natürlich ist es bei einer Vielzahl von Stellen schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und ich glaube, jeder Recruiter kennt es, es ist immer mehr Arbeit da als Zeit. Von daher kann es da natürlich helfen, auch individuelle automatisierte E-Mails zu haben. Trotzdem empfehlen wir oder machen es so, spätestens nach 48 Stunden den Hörer in die Hand zu nehmen für einen Bewerber, den ihr gerne einladen wollt. Warum direkt telefonisch? Das schafft einfach eine erste persönliche Basis mit dem Bewerber. Man hat ein erstes Gefühl für den Bewerber und der Bewerber wird es auch gutheißen, wenn das Unternehmen das macht. Was ihr zusätzlich natürlich machen könnt, viele von euch nutzen wahrscheinlich schon ATS-Systeme, gerade bei Zeitmangel. Viele ATS-Systeme haben ja mittlerweile die Funktion, dass man wirklich sehr individuell gestalten kann, was E-Mails angeht, was automatisierte E-Mails angeht. Man kann sich Zeitfenster setzen, nutzt es. Nutzt es, damit die Kommunikation mit dem Kandidaten so gut wie möglich ist. Genauso ziemlich wichtig, die erste E-Mail, dass überhaupt die Bewerbung angekommen ist. So weiß der Kandidat, alles klar, die schauen gerade über meine Bewerbung. Genau. Was wir zum Beispiel auch noch ergänzend dazu gemacht haben,
Jeder kennt es, dass ein Bewerber eine automatisierte E-Mail bekommt. Danke für deine Bewerbung, gib uns noch ein bisschen Zeit. Wir machen das sogar so, dass wenn wir den Bewerber gesichtet haben, dass wir ihn auf einen separaten Status setzen, dass der Bewerber einfach nur eine E-Mail bekommt. Hey du, soeben wurden deine Bewerbungsunterlagen gesichtet. Ja? Also wir gucken, dass wir die Bewerber natürlich nicht voll spammen, aber wir halten sie up to date, sodass sie sehen, ja, es gibt da eine Person XY, die hat sich jetzt in dem Moment meinen Lebenslauf angeguckt. Ja. Und das schafft einfach nur dieser Responsibility, diese Verantwortung für jemanden übernehmen. Der nächste Punkt, angenehme Atmosphäre schaffen. Das gilt nicht nur für den Recruiter. Das gilt eigentlich mehr oder weniger für diesen Moment, wenn ein Bewerber, sagen wir jetzt mal noch on-site, ja, stellen wir uns vor, Corona ist nicht, Covid-19 ist alles vorbei, vor Ort. Ich erinnere mich an diesen einen einzigen Moment, dieses eine Gespräch, wo ich in einen riesigen Empfangsraum kam. Ich war 15 Minuten früher, ich denke mal, das ist eine gute Zeit, 10 Minuten vor da sein. Und ich sage, hallo, bin der Herr Herrmann. Und dann guckt mich diese nette Dame hinter dem Empfang an und sagt, ja, und Sie wünschen? Na, ich bin hier zu einem Vorstellungsgespräch. Oh, ja. Na, ich einen Moment mal bitte, ich gucke mal nach. Jetzt habe ich gewartet, telefoniert. Sie legt auf und arbeitet weiter. Ich sage, Entschuldigung, haben Sie jemanden erreicht? Ja, ja, es kommt gleich jemand, der kümmert sich um Sie. Ich sage, gut. Ich habe wieder kurz gewartet. Ja, 2 Minuten habe ich dann gefragt, Entschuldigung, ich habe mal noch eine Frage. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber dürfte ich mich vielleicht irgendwo setzen? Ja, nehmen Sie ruhig da hinten Platz. Das Gespräch war geplant für um 11. Um 11.10 Uhr habe ich da gesagt, jetzt fragst du nochmal nach. Vielleicht hat ja irgendwas in der Kommunikation nicht geklappt. Und die Dame sagte, oh, ist noch keiner gekommen? Dann rufe ich gleich nochmal an. Und dann habe ich gefragt, dürfte ich eventuell kurz die Toilette benutzen? Und dann habe ich eine Antwort bekommen, wo ich gesagt habe, hier bin ich definitiv richtig, hier möchte ich arbeiten. Es tut mir leid, aber die Toiletten sind nur für Mitarbeiter. Wow. Ich wusste nicht, ob ich jetzt weinen oder lachen sollte, aber das waren solche prägenden Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist irgendwas, was ich übernehmen möchte, was ich anders machen möchte. Das heißt, eine angenehme Atmosphäre schaffen heißt auch, wenn jemand sich vor Ort bewirbt und zum Gespräch kommt, dann muss die Person, die ihn empfangen nimmt, auch wissen, dass sie da ist. Ja? Platz zeigen, wo man kann sich hinsetzen, Jacke ablegen, vielleicht ein Glas Wasser anbieten und sagen, wo die Toiletten sind. Also es ist so ein Minimum an Sachen, die man machen sollte. Und das Gleiche gilt auch, im Videogespräch. Ja, was meine ich in dem Videogespräch? Stell dir vor, jeder von euch hat schon mal Urlaub gemacht und ist in ein Hotel gekommen. Rezeption. Der Rezeptionist, die Rezeptionistin, das ist die allererste Person, die ihr im Regelfall seht. Und schon die und ihre Reaktion entscheidet, ob der Urlaub gut oder schlecht startet. Ein einfaches herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Toll, dass es geklappt hat. Ja, finde ich ja super, dass du Zeit für mich hast. Das reicht schon. Ja. Das schafft schon mal so einen kurzen Einstieg mit allem drum und dran, wo man sagt, ja, hier passt es. Und wenn man dann schon das Gespräch hat, dann gilt es auch, die Oberkörpersprache zu beachten. Und das ist im Videointerview ganz, ganz wichtig. Es ist immer schwierig für jeden von uns, weil wir haben, und das mache ich jetzt auch die ganze Zeit, ich gucke zu mir in die Kamera, obwohl ich eigentlich hier hingucken müsste. Ja. Ja. Auch ich muss mich jedes Mal ermahnen und dem Bewerber beim Reden einfach nur in die Kamera gucken, ja, obwohl das Bild eigentlich auf der Seite ist. Aber so hat der Bewerber wenigstens die Möglichkeit oder das Gefühl, dass er sich direkt mit mir unterhält, als ob es ganz normal in einem Gespräch ist. Und was ich auch immer sage, was man ja niemals vergessen darf, bezüglich dieser Körpersprache, ne? Ich sage dem Bewerber im allerersten, wir reden jetzt über dich, wir machen das und das, aber bitte nicht falsch verstehen, wenn ich zwischendurch ernst nach unten gucke und mal gar nicht antworte. Das Einzige, was ich in dem Moment mache, ich versuche nur schnell deine Antwort mitzutippen und ich bin leider kein 10-Finger-Schreiber-Typ. Noch dazu, ich bin ein Mann und multitaskingfähig ist bei mir Richtung Zero. Ne? Dann weiß aber der Bewerber schon mal Bescheid, okay, wenn er jetzt mal gerade nicht guckt, ich habe nichts Falsches gesagt, er tippt sich nur meine Antwort mit und dann irgendwann gucke ich wieder hoch. Lachen. Lachen ist immer das Wichtigste. Und wenn man schon in diesem Gespräch ist, da können wir dann gleich auch schon zum dritten Punkt kommen, das ist dann das ganze Thema Erwartungshaltung. Ja? Also wenn ich mir
etwas angeeignet habe, gerade jetzt in den letzten Jahren, ich versuche wirklich, meine Erwartungshaltung nicht ganz zu hoch zu nehmen. Warum? Ich möchte unvoreingenommen in das Gespräch gehen. Ja? Es gibt so oft die Situation, da stellt oder hat man mir die Frage gestellt, warum haben Sie sich denn bei uns beworben? Die Stellenanzeige gesehen habe, weil ich die Position interessant fand. Ja, und warum bei unserem Unternehmen, warum? Und dann stelle ich mir immer die Frage, was möchte der Recruiter jetzt hören, also der mich interviewt? Möchte er hören, dass ich mich auf die kulturellen Werte des Unternehmens vorbereitet habe? Möchte er von mir hören, dass ich weiß, was mein Aufgabenbereich ist? Was möchte er hören? Man weiß es immer nicht. Ja, da hat jeder so seine eigene Einstellung. Ich bin da bei dem Bewerber mal ganz ehrlich und frage ihn jetzt zum Beispiel bei uns, was weißt du denn schon über Talentfunder? Was weißt du denn schon über unsere Software? Und wenn ich dann merke, dass so ein, naja, ich habe schon mal auf der Homepage geguckt, dann sage ich immer, du ganz ehrlich, kein Mensch ist dir böse, wenn du sagst, du weißt es nicht. Ja? Ich erkläre es dir gerne. Ist überhaupt kein Problem. Und dann erkläre ich kurz, warum sind wir hier, was ist das Produkt, was machen wir und über was sprechen wir. Weil heutzutage ist es ja völlig normal, dass du dich nicht nur bei einem Unternehmen bewirbst, sondern dass du dich ja bei mehreren Unternehmen bewirbst. Ja? Und mehrere Unternehmen können auch auf einen Bewerber zurückkommen, gleichzeitig an einem Tag, und er hat vielleicht 3 oder 4 Vorstellungsgespräche auf einmal. Und die will er nicht absagen. Und dann kann es halt vorkommen, dass er sich mal irgendwo lost fühlt. Und er weiß jetzt gar nicht, mit welchem Unternehmen er sich unterhält. Ja, aber das würde ich niemals als negativ empfinden. Deswegen versuche ich, unvoreingenommen reinzugehen. Was weißt du? Wo kann ich dir helfen? Wo darf ich dich abholen? Wie können wir in das Gespräch gehen? Ja. Und auf der anderen Seite darf man niemals vergessen, viele haben von euch schon mal dieses Sender-Empfänger-Prinzip gehört. Und da in der Mitte ist diese Blackbox. Ja. Auch wir haben in Gesprächen die Erfahrung gemacht, dass man uns teilweise als Personaldienstleister wahrnimmt, Zeitarbeitsfirma. Warum? Weil sie es halt so verstanden haben bei uns auf der Homepage. Warum auch immer. Ja, wir gucken nochmal nach, was wir dann irgendwie ändern oder adaptieren können. Aber diese Erfahrungswerte haben wir gemacht. Und wo wir sagen, okay, wenn du das so wahrgenommen hast, dann ist natürlich blöd zu fragen. Ja, also erklären wir das. Deswegen Erwartungshaltung, wenn es geht, so weit wie möglich nach unten. Ja, nicht ganz nach oben. So schafft ihr auch eine angenehmere Atmosphäre. Punkt davor für den Bewerber. Und man kann besser in das Gespräch gehen. Genau, und dann, da kann ich gleich mit Punkt 4 weitermachen, sei du selbst. René hat es gerade schon mal ganz schön für den oder aus der Sicht des Bewerbers gesagt. Jetzt geht es tatsächlich um euch, um uns, die vor dem Kandidaten sitzen. Jeder kennt es, du hast eine wahnsinnige Anzahl von Stellen, die du betreust. Du hast viele, viele Interviews. Und so kann es natürlich auch einmal sein, dass du nicht weißt, oder nicht sicher bist, wenn du eine Antwort an den Bewerber gibst, sei es jetzt zur Stelle an sich oder weil es vielleicht einfach eine Frage ist, die der Fachbereich beantworten oder besser beantworten kann als du in dem Fall. Sei ehrlich, sei du selbst, sei ehrlich, gib dem Kandidaten ein kurzes Signal, dass du das gerne nochmal nachfragst und dir ein Feedback einholst. So hast du im Nachgang zum Beispiel auch einfach nochmal die Chance, nach diesem Interview den Kandidaten anzurufen, wo du wieder diese persönliche Ebene schaffst, um ihm einfach zu sagen, hey, ich habe für dich nochmal nachgeguckt oder nachgefragt. Hier sind die Antworten, die mir gefehlt haben, was wiederum dem Kandidaten natürlich auch wieder ein gutes Gefühl gibt, in eurem Unternehmen eventuell zu starten. Und da möchte ich auch direkt zu Punkt 5 tatsächlich schon springen. Was einfach heißt, konzentriert, flexibel und individuell. René, kannst du die Seite einmal weitermachen? Danke, genau. Konzentriert, flexibel und individuell. Was heißt das? Aktiv zuhören ist nun mal das A und O in Gesprächen. Noch wichtiger ist, dass natürlich gibt es Leitfäden für Bewerbungsgespräche, aber man sollte in erster Linie immer den Menschen sehen und sich dort dahinter klemmen, dass man nicht ein zu steifes Gespräch beziehungsweise zu theoretisch macht. Wenn man aktiv zuhört, sich den Menschen, den Kandidaten richtig anschaut, kann man auch eine gewisse Nervosität vielleicht dem Kandidaten nehmen. Ich habe da ein ganz schönes Beispiel. Ich hatte einen Kandidaten, der war sehr jung,
19 Jahre alt. In der Firma hatten wir keinen Dresscode oder sonstiges, was ich auch im ersten Gespräch immer mitgegeben habe. Er kam trotzdem im Anzug mit Krawatte, hatte seine Bewerbungsmappe in der Hand und es war ganz niedlich, weil ich mir gedacht habe, ja, so habe ich das auch mal gemacht, als ich irgendwie 18 war und es erinnert einen an das erste Gespräch. Wir haben uns auf jeden Fall ins Gespräch gesetzt und der Kandidat konnte weder anfangen zu sprechen, er hat geschwitzt, er hat gezittert und das war für ihn eine absolute Ausnahmesituation. Was habe ich also gemacht? Ich habe den Kandidaten genommen, wir haben uns einen Kaffee geholt und sind eine Runde um den Block gegangen. Natürlich ist sowas zeitlich gar nicht immer drin, aber in dem Fall war es ganz wichtig, weil ich kannte den Lebenslauf. Ich dachte mir, der hat bestimmt Potenzial, der passt gut auf die Stelle. Also sind wir rumgelaufen. Der Kandidat hat mir in diesem kurzen Spaziergang sozusagen schon relativ viel auch über sich erzählt und sich total geöffnet, was eine absolut angenehme Atmosphäre zwischen uns geschaffen hat. Und so haben wir dann nach, ich glaube, 15 Minuten Spaziergang den Fachbereich dazu geholt, haben uns ins Gespräch gesetzt und der Kandidat hat natürlich mit einer Grundnervosität, aber er hat ein sehr tolles, gutes Gespräch abgeliefert und wir haben ihn letztendlich auch eingestellt. Und das war einfach ein schönes oder ist ein schönes Beispiel, dass wenn man es schafft, sich die Zeit zu nehmen, guckt euch den Menschen an, schaut, wer sitzt da, was ist dem Menschen wichtig und so schafft ihr für beide Seiten einfach einen absolut guten Start. Jetzt kommt mein Lieblingspunkt, Charme und Charisma in der richtigen Dosierung. An dieser Stelle sei gesagt, bitte jetzt nirgendwo das Wort flirten in den Kopf kriegen. Ich weiß, jetzt habe ich es gesagt. Ja, war vielleicht jetzt irgendwie nicht sinnführend. Aber ich lasse es mich anders erklären. Bei Charme sagt man immer, Charme öffnet die Türen. Und Charisma ist die Fähigkeit, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, festzuhalten. Das heißt, wenn du charmant bist, öffnet dir der Bewerber die Tür, dass er dich quasi reinlässt in seine Welt, in sein Leben, dass du etwas fragen darfst. Wenn du charismatisch bist, dann hat er auch das Interesse, dir etwas zu erzählen. Das ist im Endeffekt wie das erste Date. Ich werde nie vergessen, mein erstes, letztes Date. Das war am 15. Oktober 2013. Mittlerweile ist es meine Frau. Ja, aber da habe ich ja auch nicht geflirtet in den ersten 5 Minuten, 10. Also irgendwann später am Abend schon, wenn man gemerkt hat, okay, man ist sich sympathisch. Aber ich habe versucht, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Weil ich will ja der anderen Person gefallen. Ich will jetzt nicht sagen, du sollst als Recruiter flirten oder dem Bewerber, der Bewerberin gefallen. Das meine ich nicht. Aber du solltest versuchen, charmant und charismatisch zu wirken. Ja? Weil dann schaffst du auch eine Vertrauensbasis. Weil dann kannst du auch offen sprechen. Und dann erzählt dir der Bewerber wahrscheinlich auch mehr Informationen, die er in anderen Gesprächen nicht erzählt. Beweggründe zum Beispiel des letzten Arbeitgebers. Warum weg? Ja. Viele versuchen das immer, was ich sehr gut finde, auf eine respektvolle Art und Weise zu sagen. Es hat halt nicht gepasst. Ich muss zum Beispiel sagen, ich versuche dann immer, wenn ich merke, ich habe jetzt ein gewisses Level an Vertrauen erreicht, noch tiefer reinzugehen, um die Beweggründe zu erfahren. Ich sage dann aber auch immer gleich, du musst es mir jetzt nicht 100% erzählen. Ja? Der Grund, warum ich frage, ist ganz einfach. Wir als Bewerber haben ja auch eine Schutzfunktion. Wir als Recruiter haben ja auch eine Schutzfunktion. Wir wollen ja auch den Bewerber beschützen. Das bedeutet, wenn ich von dir verstanden habe, was genau das Problem war, zum Beispiel wirklich, du hast dich mit dem Team nicht verstanden, ja, weil es einfach nur Meinungsverschiedenheiten gab, dann muss ich ja gucken, kann das eventuell hier auch passieren, kann das hier nicht passieren, ja. Also wir können ja niemanden irgendwo zwingen oder wir als Recruiter sollten das Unternehmen auch nicht so falsch verkaufen. Hauptsache, wir füllen eine Lücke, ja. Aber trotzdem haben wir eine Schutzfunktion gegenüber dem Bewerber. Und die kann man am besten machen, wenn man im ersten Schritt versucht, charmant und charismatisch zu sein. Ich habe es geschafft, deswegen ist sie jetzt meine Frau. Ist gut, war gut, sehr gut. Ich hoffe, es bleibt auch noch so. Aber das Gleiche kann man auch irgendwo auf den Recruiting-Prozess adaptieren. Ja. Genau, machen wir weiter mit dem nächsten Schritt, der auch wieder gut zu genießen passt. Das Interview ist immer eine beratende Sache. Wo starten wir? Wir starten damit, dass vielleicht das Bewerbungsgespräch total schlecht läuft.
In dem Fall geht es wirklich darum, sei ehrlich und gib dem Kandidaten das weiter, dass das hier gerade nicht gut läuft. Denn genau das ist das, was dich ausmacht und was dem Kandidaten letztendlich in Erinnerung bleibt. Weil er im nächsten Gespräch wahrscheinlich diesen Fehler nicht nochmal machen wird oder, was heißt Fehler, aber es sich anders überlegen wird, sich anders vorbereiten wird und er wird dich in sehr guter Erinnerung behalten und vor allem das Unternehmen, in dem du arbeitest, in sehr guter Erinnerung behalten. So heißt es doch tatsächlich einfach, Interview ist eine beratende Sache, die sehr viel mit Ehrlichkeit zu tun hat. Also es ist ja auch so, allgemein Recruiting, Personalgespräche, Vorstellungsgespräche, alles hat etwas mit Ehrlichkeit zu tun, denn sind wir mal alle ehrlich, wir sind alle nur Menschen, machen Fehler und ich glaube, es ist nie schlecht, wenn wir darauf hingewiesen werden, damit wir besser werden. Und so ist es in dem Fall auch. Und auch hier habe ich wieder ein wirklich, wirklich gutes Beispiel. Es war auch ein Video-Interview, Corona gerade gestartet. Und der Kandidat war aber wirklich überhaupt nicht vorbereitet. Also ich hatte das Gefühl, ich habe ihn gestört mit unserem Interview. Es war wirklich eine ganz, ganz seltsame Situation und es ist auch überhaupt kein Gespräch zustande gekommen. Es ist kein Smalltalk zustande gekommen. Ich konnte mit nichts eröffnen und ich war überhaupt nicht mehr, ich dachte, okay, wo soll denn das jetzt hier hinführen? Also habe ich ganz ehrlich gesagt, hier, hör mal zu, ich glaube, das läuft ja einfach gerade wirklich nicht gut. Wie siehst du das? Wobei er sagt, ja, du hast recht, ich weiß auch nicht, was das gerade ist. Und dann haben wir uns irgendwie noch eine Viertelstunde Zeit genommen. Ich habe ihn ganz ehrlich gefragt, irgendwie, warum hast du dich denn jetzt, warum ist es hier so? Und wir haben das geklärt und haben darüber gesprochen. Ich habe ihm noch ein paar Tipps auf den Weg gegeben. Und ich glaube, eine Woche später oder zwei Wochen später klingelte mein Telefon auf der Arbeit. Und er war am Telefon und hat gesagt, Mensch, Lina, danke. Danke für dieses Gespräch. Ich hatte einen wahnsinnig schlechten Tag. Ich habe dein Feedback in ein anderes Gespräch mitgenommen und arbeite da jetzt. Aber ich wollte mich einfach bei dir bedanken über diese offene, ehrliche Kommunikation. Und ich glaube, es ist auch nicht immer einfach, ehrlich zu sein. Und man muss ja auch aufpassen, dass man nicht zu viel sagt. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man den Kandidaten durchgehend berät. Und da hatten wir das auch schon in meinem Punkt 5 ja wieder, dass man einfach, ja, man ist Berater, man ist Mentor vielleicht und man kann dem Kandidaten nur Gutes tun, indem man ehrlich ist, Feedback gibt und auch selber sich selber vielleicht Fehler eingesteht. Du kannst auch, Entschuldigung. Ja, nee. Da fällt mir auch noch ein gutes Beispiel ein, bevor wir zu dem Punkt kommen, Absage. Ich habe knapp 2,5 Jahre Sales Recruiting gemacht. Ja, für verschiedene Positionen, für verschiedene Vakanzen. Und es gab eine Position, die ich besetzen musste für Berlin, ja, Sales Manager genannt. Die war aber auch sehr viel mit Outbound verbunden, mit Kaltakquise. Und in den ganzen Sales-Gesprächen hatte ich immer wieder auch Bewerber, wo man dann gehört hat, wenn man das Thema kam, Kaltakquise, Outbound. Ja, also teilweise Angstbegriffe, habe ich das Gefühl. Wo der Bewerber gesagt hat, naja, Kaltakquise kann ich, habe ich auch schon mal gemacht, ist kein Problem. Und mit der Aussage werde ich dann nochmal hellhörig und dann gehe ich zum Schluss nochmal rein. Ich sage, jetzt kommen wir nochmal kurz zurück auf das Thema Kaltakquise. Ich möchte dir jetzt ehrlich was sagen, wie es auf mich gewirkt hat, aber bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube, dass du Kaltakquise nicht machen möchtest. Warum? Weil du gesagt hast, dass du kannst das machen. Ich denke, du weißt, was das ist, aber es macht dir keinen Spaß. Nee, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Das kann sein. Ich wollte nur sagen, so habe ich das jetzt gerade interpretiert. Ja, deswegen möchte ich dich bitten, also ich werde den Recruiting-Prozess hier an dieser Stelle nicht beenden und ich werde dir keine Absage geben, aber ich würde dich bitten, denk nochmal komplett über den Aufgabenbereich nach eines Sales Manager von dem, was wir suchen. Wir haben jetzt 40 Minuten drüber gesprochen, du weißt genau, was wir suchen, was wir machen und ich habe dir auch detailliert wie möglich, so möglich wie detailliert, wie auch immer, versucht zu erklären, was ist das Ziel, was musst du machen. Nimm's mit. Und wenn du morgen der Meinung bist, nachdem du eine Nacht drüber geschlafen hast, dass das weiterhin interessant ist, dann können wir gerne den Prozess weiterführen. 90% aller Fälle haben wir am nächsten Tag geschrieben, René, danke für das Gespräch, ich möchte an dieser Stelle aussteigen. Man kann auf eine ehrliche Art und Weise, wenn man es richtig verpackt, charmant und charismatisch, einen Bewerber darauf hinweisen, das hat so auf mich gewirkt, das sind meine Bedenken. Ja. Lohnt sich das vielleicht noch weiterzumachen oder nicht? Und so kann man jetzt
zum Thema Absage rübergehen. Genau, dann mache ich das mal. Was ich im ersten Punkt oder was ich jetzt noch kurz vorwegnehmen möchte, ist, gibt ja verschiedene Phasen der Absagen. Vielleicht gab es mehrere Gespräche oder es hat nach dem ersten Gespräch vielleicht einfach nicht gepasst. Macht aber, lasst das Ganze nochmal Revue passieren. Ich hatte Fälle in meiner Zeit als Recruiterin, wo es einfach so war, dass Kandidaten, ähnlich wie René das gerade gesagt hat, vielleicht nicht auf den Sales Manager gepasst haben. Ich aber im Nachgang nochmal über diesen Kandidaten nachgedacht habe und gesagt habe, ich habe doch da eine andere Position. Und manchmal sind sich Kandidaten ja auch gar nicht so sicher, wo gehen sie hin, bewerbe ich mich für das Richtige und wer kennt es nicht? Es gibt nie 100% von einer Stellenausschreibung, wo du sagst, ja, das kann ich und das kann ich alles zu 1000%. Also bevor wir gleich in die Absage gehen, lasst es nochmal Revue passieren vielleicht. Guckt nochmal, passt der Kandidat eventuell auf andere Stellen oder habe ich andere Ideen oder habe ich Freunde im Recruiting, die vielleicht gerade genau das suchen? Höre ich mich vielleicht nochmal um? Weil wir wissen alle, es ist ein absoluter Arbeitnehmermarkt und warum nicht, wenn man schon vielleicht eine sehr gute Verbindung hat, das Ganze noch nutzen? Sollte das nicht passen, kommen wir zum Thema Absage auf jeden Fall. Hier ganz wichtig, hattet ihr persönlichen Kontakt mit dem Kandidaten? Bitte, bitte ruft ihn an. Ja? Legt einen Termin, ruft ihn an, aber macht das Ganze nicht via E-Mail und vor allem bitte nicht mit einer standardisierten E-Mail, wenn ihr eben den persönlichen Kontakt hattet. Ich denke, das findet niemand schön und vor allem habt ihr hier auch wieder noch einmal die Chance, dem Kandidaten Feedback mitzugeben, was er in irgendeiner Art und Weise einfach später nutzen kann. Und von daher finde ich es immer sehr wichtig, ruft an, nehmt euch die Zeit. Ja? Genau, und ich glaube, René hatte ja auch noch einen Punkt, den er, glaube ich, mit reinbringen wollte. Genau, das Ganze. Ne? Ja. Das Erste, was wir gesagt haben, Time to respond, 48 Stunden. Ich bin so ein leidenschaftlicher Calendly-Typ, mit dem ich gerne arbeite. Und das kann man auch bezüglich dieser persönlichen Absage mit verbinden. Ja? Du kannst einem Bewerber nach dem letzten Step oder nach dem dritten Schritt oder zweiten, wie auch immer, wenn es zu einer Absage kommt, auch eine E-Mail schicken mit der Info, du pass auf, XY, wir haben das Feedback für dich, ja. Ja, würde ich gerne mit dir persönlich besprechen. Hier ist der Kalender, such dir einen Slot aus, 15 Minuten. Wenn du gerade nicht die Möglichkeit hast, anzurufen. Weil, seien wir mal ehrlich, wie oft geht der Bewerber ran und wie oft kriegst du dann den Rückruf von dem Bewerber zu dem Zeitpunkt, wo du nicht kannst und dann zieht sich das immer. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir wollen halt nicht sagen, dass ihr 60 Stunden die Woche arbeiten sollt und am Abend nachher nur telefoniert. Das ist ja nicht das Ziel. Aber man kann sich mit verschiedenen Kleinigkeiten den Tag angenehmer machen, man kann sich besser organisieren und kann auch innerhalb von 48 Stunden eine E-Mail schicken, wir haben das Feedback, also weiß der Bewerber hat das Feedback, jetzt muss er sich nur noch abholen, zusammen mit uns. Ja, das kann dann nochmal 2 Tage später sein. Ja, du brauchst ja auch deine Verfügbarkeiten dazu. Und da können wir das zum Beispiel, kann man das jetzt mit Calendly machen, hier mein Kalender 15 Minuten, ich nehme mir nochmal die Zeit, wir können nochmal alles besprechen. Und so bist du aber trotzdem immer noch in diesen 48 Stunden. Der Bewerber weiß Bescheid und dann ist gut. Und der letzte Punkt. Ich erwähnte ja am Anfang, dass ich 9 Jahre in der Hotellerie gearbeitet habe. Der Dienstleistungsgedanke ist dementsprechend bei mir sehr stark ausgeprägt. Also wirklich stark. Und ich sage immer, Recruiting bedeutet, Dienstleister zu sein. Aber der Dienstleister, der Dienstleistungsgedanke, der hat einen Anfang im Recruiting, der hat aber kein Ende. Der hört nicht auf, selbst nach einer Absage. Du kannst und solltest nach einer Absage zu dem Bewerber trotzdem immer noch dienstleistungstechnisch für ihn da sein. Das bedeutet, wenn er dir einen Monat später per LinkedIn oder per Xing, per Chat noch eine Nachricht schickt, ne, nicht ignorieren. Das wirkt im Endeffekt nachher so, oh Gott, jetzt hat er mich abgesagt, jetzt bin ich raus. Ja? Für den Bewerber da sein. Es gibt viele Bewerber, die mir per LinkedIn zum Beispiel öfters nochmal schreiben, hey, ich würde mich gerne da und da bewerben. Könntest du dir vielleicht nochmal kurz mein CV angucken, ob das passt? Ja, 4 Augen sehen mehr als einer. Ich würde auch mal deine Meinung als Recruiter wissen. Absagen müssen ja auch nicht immer nur sein, weil die, ähm,
bei der Bewerber zu der Stelle nicht gepasst hat. Es gibt ja auch viele Absagen, die man macht, weil du drei Kandidaten hattest für eine Position. Das heißt, dass die anderen beiden vielleicht jetzt geringfügiger oder nicht so ganz so toll performt haben wie dieser eine, der nachher oder diese eine, die eingestellt wurde. Aber wenn man trotzdem mit diesen zwei guten Kandidaten im Kontakt bleibt, dann erweitert man sich sein Netzwerk, man bleibt in positiver Erinnerung, wieder beim Thema charmant und charismatisch, und hat so die Möglichkeit zu sagen, du, pass auf, weißt du noch, wir hatten uns vor 2 Jahren mal unterhalten, und dann wird der Bewerber sagen, ja, ich kann mich an das Gespräch mit dir erinnern, definitiv. Ne? Ja, um was geht's denn? Ich bin gerade nicht auf der Suche, aber ich bin doch gerade auf der Suche. Ja, und so kannst du dir wieder die Time to Hire verkürzen, weil du hast ja schon dein Netzwerk, aber auch nur, weil du dementsprechend gegenüber all den Kandidaten, mit denen du in Kontakt warst, Dienstleister bleibst. Und das ist, wie gesagt, ein Prozess, der startet im Recruiting, aber der hat kein Ende. Das war's zum Recruiting-Knicke. Jetzt möchte ich noch ganz kurz einwerfen. Wir haben ganz vergessen, unsere liebe Conny zu erwähnen, die bei uns fleißig den Chat macht. Also wenn ihr Fragen habt, bitte, 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 schreibt sie gerne da rein. Genau, das tut uns leid, liebe Conny. Genau, wie machen wir weiter, René? Ja, wir haben schon eine Anfrage bekommen im Chat von Conny selbst, kein Problem. Das andere Thema Social Media und Video. Da werden wir, jetzt schon mal der Hinweis, im nächsten Webinar im November noch tiefer reingehen in dieses ganze Thema Video Active Sourcing. Ja? Das heißt, wir machen da nicht nur Beispielvideos, die wir euch zeigen, sondern werden mit euch mal komplett diesen Faden durchgehen. Wie fängst du an überhaupt mit einem Video? Ja? Und wann ist es final zu Ende? Wann kann es rausgehen? Das machen wir nachher im Detail im nächsten Webinar. Wir haben dieses Thema jetzt erstmal nur mit angesprochen, weil wir auch viele Anfragen bekommen haben. Habt ihr denn Ideen bezüglich Active Sourcing, neue Wege gehen? Wie seht ihr das ganze Thema mit Videoansprache? Videoansprache an sich bin ich ein leidenschaftlicher Recruiter. Also dafür kannst du mich gewinnen. Also bin ich Feuer und Flamme. Ja, das sind nur solche neuen Sachen. Ja. Aber wie kann man ein Video machen, was man an mehrere Leute rausschicken kann? Ja, also wenn du 50 Leute anschreiben möchtest, weil du gerade, ich sag mal jetzt, einen Recruiter suchst in Hamburg, dann ist es ja sinnfrei für die Leute, 50 Videos zu machen. Weil ein Video zu machen ist nicht so, dass man eben in die Kamera spricht. Ja, man will es ja auch irgendwo auf einem hohen Level mit einer hohen Qualität versehen. Das heißt, wie kannst du den Input für ein Video so gering wie möglich halten, hast aber schon am Ende einen höheren Output? Und wie kann man das zeitliche als auch das finanzielle Investment für sowas gering halten? Ja. Dafür haben wir euch mal 3 Videos kurz vorbereitet als Beispiel. Deswegen würde ich erstmal das erste kurz anspielen. Im Zuge des Active Sourcing ist es immer am besten, eine personalisierte Nachricht zu hinterlassen. Ist aber ein bisschen schwierig, für jeden Einzelnen ein Video zu machen. Aber ich habe mir dein Profil trotzdem angeguckt. Und mir ist aufgefallen, dass du im Bereich NLP und Recommendation System sehr, sehr viel Erfahrung hast. Und genau das suchen wir gerade. Einen Data Scientist bei Talentwunder. Moment mal, Asche auf mein Haupt. Ich heiße übrigens René und arbeite im Recruiting bei Talentwunder. Das ist ein Video, was wir gemacht haben, wo wir quasi mit dem Einstieg gezielt erstmal dieses Thema ansprechen. Ja, jede Nachricht sollte personalisiert sein. Ist ein bisschen schwierig. Aber was ihr vielleicht gesehen habt, wir haben uns auf 2 Skills bezogen, die für die Position bei uns, so wie wir suchen, wichtig sind. Und das ist das Thema NLP und Recommendation System. Das bedeutet, dass dieses Video zum Beispiel an Kandidaten rausgeht, die diese Skills definitiv im Profil drinne haben. Weil alles andere macht ja keinen Sinn. Wenn da jetzt nur da steht Data Scientist und nicht das, auch von der Programmiersprache, das ist, was wir brauchen, dann schicke ich so ein Video nicht raus. Ja? Das heißt, wir gucken uns die Profile schon vorher an und wollen uns sicher sein, okay, das, was wir brauchen, haben wir definitiv im Profil gefunden, also schicken wir da das Video raus. Bei dem zweiten Video haben wir uns gedacht, okay, wie kann man das für Kollegen machen oder andere Unternehmen, haben wir es versucht, etwas allgemein zu halten.
Bei der Direktansprache ist es immer wichtig, eine personalisierte Nachricht zu hinterlassen. Und wie mache ich das bei einem Video? Geht doch gar nicht. Oder vielleicht doch. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir dein Profil angeguckt. Und deine Erfahrungen, die du gesammelt hast im Bereich Recruiting, sind beeindruckend. Also kommen wir mal kurz zum springenden Punkt. Wir suchen gerade jemanden im Bereich Recruiting. Verrückt. Und deswegen würde ich dir gerne dieses Unternehmen vorstellen. Wie klingt das für dich? Schön ist auch, wenn ich kurz einwerfen darf. René und ich, wir machen das jetzt, also ich mache es seit ein paar Wochen mit für unsere interne Suche nach Full-Stack-Developern. Und was ich ganz, ganz klar erlebe, ist tatsächlich, dass ich mehr Antworten kriege, seitdem ich das Video benutze, als vorher. Da es tatsächlich so ist, man kennt das. Also gerade bei IT-Lern, die Inbox ist wahnsinnig voll. Es kommt immer das Gleiche, dann stimmt mal der Name im Anschreiben nicht. Also ich meine, man erlebt es ja selber auch, wenn man Nachrichten bekommt. Und dieser kurz gehaltene Text und eben ein Video, ich habe auch viel Feedback dazu gekriegt und auch ganz oft schon wirklich so, dass es mal was anderes ist und dass man sich eher ein Video anguckt, als wieder einen ellenlangen Text zu lesen. Und ich glaube, dass man da ganz viel spielen kann und dass es was ganz Positives hat. Und hier nochmal ein letztes, was wir dann nochmal mit etwas Musik unterlegt haben, damit es nicht ganz so monoton ist. Hallo, ich bin René und arbeite bei Talentwunder. Und du fragst dich jetzt bestimmt, was ich von dir möchte. Im Endeffekt ganz einfach. Mir ist deine Erfahrung im Bereich Recruiting aufgefallen. Und soll ich dir was sagen? Genau das suchen wir gerade. Wir suchen jemanden mit deinen Erfahrungen, mit deinen Qualifikationen. Wir suchen jemanden mit deinem Talent. Und deswegen möchte ich dir jetzt nur noch eine Frage stellen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Das ist zum Beispiel ein letztes Video, was sehr, sehr gut angekommen ist, auch bei der Conversion Rate. Weil es ist allgemein gehalten, ja, es ist wertschätzend, es ist musikalisch und zum Schluss dieser eine Action Point, ja, unser Chef immer sagt, Steffen, vergiss den Action Point nicht, eine offene Frage stellen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Oh ja, interessant, um was geht es denn? A zeigt ja gleichzeitig Interesse, dass er wahrscheinlich gerade auf der Suche ist. Jetzt ist bloß die Frage, ist es dann auch das Unternehmen, wo er hin möchte? Ja. Aber es ist was anderes. Und über all diese Themen, ja, Video, weil diese ganzen drei Videos, wie ihr seht, sind im Durchschnitt 23 bis 25 Sekunden. Das heißt aber nicht, dass wir bloß 5 Minuten gebraucht haben, um so ein Video zu machen. Ja, also da hängt schon mehr dahinter. Aber das werden wir alles nachher in dem nächsten Webinar besprechen. Was ist der erste Schritt? Worauf muss man achten? Beim Filmen, beim Schneiden, beim Vertonen bis hin zum letzten Punkt über YouTube. Gibt es dazu Fragen? Genau. Habt ihr allgemein noch Fragen? Gibt es noch irgendwas, was unklar ist? Genau. Der Leonard Kobber hat geschrieben, hallo, vielen Dank für Ihren Vortrag. Welche Conversions habt ihr auf LinkedIn erlebt? Wir halten für Videoansprache bekommen wir mehr Feedback, mehr Antworten. Das heißt nicht unbedingt, dass er sagt, ja, ich will unbedingt, aber du hast jedenfalls die Möglichkeit, einen ersten Chat zu starten, weil der Bewerber so oder der Kandidat in dem Bereich sich mehr abgeholt fühlt, weil es was anderes ist. Ja? Und ein 20, 25 Sekunden-Video kann man sich auch mal so schnell angucken. Nächste Frage. Videos hört sich interessant an. Schreibt ihr vorher noch etwas oder schickt ihr direkt das Video? Ich habe immer ein Stück Text mit drin, schreibe halt, hey, du bist mir positiv aufgefallen, aber schau dir doch das Video an. Also man kann ganz verschiedene Sachen machen, aber ein bisschen Text ist immer. Also einfach einen Videolink verschicken, das mache ich jetzt so also nicht und ich glaube René auch nicht. Ja, wir machen, wir schreiben teilweise ein fertiges Skript mit allem drum und dran. Aber das ist im nächsten Webinar-Thema. Genau. Jetzt haben wir noch 5 Minuten, das ganze Thema Social Media. Da wollte ich was an dieser Stelle aus meinen Erfahrungen in der Vergangenheit erzählen. Ja, Lina und ich, wir sind beide seit 1. September bei TikTok und das ist eins
unserer Großprojekte, was gerade an der Entwicklung ist. Aber ich hatte mal einen Arbeitgeber gehabt, wo ich gesagt habe, du pass auf, wir dürfen uns im Bereich Talentgewinnung, Active Sourcing, nicht nur auf LinkedIn konzentrieren. Wir müssen woanders hingehen. Es waren Unternehmen, die haben wirklich der Meinung waren, reines LinkedIn, nur LinkedIn, nichts anderes. Es war versehen mit einem sehr, sehr starken Marketing-Team. Das Marketing-Team war auch sehr, sehr stark, was den Content anging für das Produkt, aber weniger für den Bereich People. Und dann habe ich mal so eine Auflistung gemacht und eine Statistik gemacht und habe dann einfach nur mal interessante Werte gefunden, dass die durchschnittliche mobile Viewing-Zeit des durchschnittlichen Users eines Kanals, ja, wenn ich es jetzt richtig ausgedrückt habe, lag bei YouTube bei 40%, Facebook bei YouTube 40 Minuten, Facebook 37 Minuten, Instagram 15 Minuten, LinkedIn auch nur unter 15 Minuten. Aber interessant war dann gewesen, Pinterest zum Beispiel 75 Minuten, Snapchat 25 Minuten und dann kam TikTok 50 Minuten. Und dann habe ich erstmal geguckt, okay, was ist TikTok? Habe ich damals noch nicht gehört. Bin tiefer reingegangen und habe gesehen, okay, das ist ja im Endeffekt genau, was so lustig ist, was gut ist, was interessant ist, was man neu machen kann und es geht in die Richtung Video. Und habe dann den Vorschlag gemacht, dass wir nicht vielleicht auf Instagram und vielleicht Pinterest als auch TikTok gehen sollten, um dort weitere zusätzliche Recruiting-Kanäle zu öffnen. Ja? Die Antwort, die ich dann bekommen habe, nee, wir sollten uns weiter auf LinkedIn konzentrieren. Finden wir denn die Qualität der Bewerber, die wir brauchen? Alleine die Frage fand ich schon interessant. Finden wir denn die Qualität der Bewerber, die wir brauchen auf diesen Kanälen? Dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Aber ich kann dir sagen, dass wir es probieren müssen, dass wir da vertreten sein müssen. Ja? Jeder von uns hat seinen LinkedIn-Account, ja? Oder seinen Xing-Account, was ja nichts anderes ist als eine Business-Card. Aber wo ist der durchschnittliche User vertreten? Wo verbringt er seine meiste Zeit? Ja? Und dann, wenn man sieht, dass man aus privater Sicht mehr auf den anderen sozialen Netzwerken ist, als bei LinkedIn, dann sollten wir auf die sozialen Netzwerke gehen, weil wir sie da eher erreichen. Dann habe ich die Antwort, wie gesagt, bekommen, LinkedIn, weiter fokussieren. War dann aber nicht unbedingt das, was ich mir als Antwort erhofft habe. Also habe ich dann quasi für mich privat damals einen ersten Account erstellt bei TikTok und habe dann erstmal so ausprobiert, wie funktioniert die App, was muss man machen, was ist wichtig und habe das nachher so weit immer weiter verfolgt auf privater Ebene, das darf man niemals vergessen, dass ich mir eine sehr, sehr hohe Reichweite generieren konnte. Ja? Gibt es verschiedene 5 Regeln, die man da beachten muss, um in solchen sozialen Netzwerken sich was aufzubauen. Und habe schlussendlich über diesen Kanal zwei Mitarbeiter rekrutieren können und aktuell 29 andere Mitarbeiter für Kollegen von mir, die bei anderen Unternehmen sitzen. Warum? Weil ich dann durch die Reichweite dann irgendwann mal ein Video gemacht habe, hey, mein Name ist René, ich arbeite bei dem und dem Unternehmen und wir suchen gerade jemanden im Bereich Content Marketing. Das Interessante war an dieser Sache gewesen, dass eine Frau mir folgt oder gefolgt ist oder mir immer noch folgt, dieses Video gesehen hat und hat das dann ihrem Mann gezeigt. Der ist nicht bei TikTok. Aber sie hat ihm gesagt, tu pass auf, hier, der René sucht jemanden im Bereich Content Marketing. Der hat sich dann gemeldet, ist in den Bewerbungsprozess reingekommen und wurde schlussendlich sogar eingestellt. Das Gleiche ist dann passiert für jemanden im Bereich Performance Marketing. Und dann hatte ich Studienkollegen, die mich dann auch gefunden haben, die dann gefragt haben, hey du, wir suchen gerade hier unten in München jemanden, kannst du dich da mal so ein Video machen? Ich sage, klar, gerne. Was brauchst du? Und dann gemacht. Und dann haben die Leute sich dann dort beworben. Und ich habe dann das Feedback bekommen, du, der hat gesagt, der hat das Video gesehen bei TikTok, bla bla bla. Und genau das ist das, was so die Erfahrungswerte sind von mir aus dem privaten Bereich vorher, ja, wo man nicht sagen kann, okay, wir schießen jetzt hier mit Talentwunder direkt raus und gehen auch in diesen Weg. Nee, wir machen das gerade als Projekt, ja, aber wir wollen es auch richtig machen. Und was ich im Endeffekt damit sagen möchte, ist, dass man sich im Recruiting nicht immer nur auf ein oder zwei Sachen konzentrieren sollte. Man muss breit gefächert gehen, gerade in sozialen Netzwerken, wenn es geht, so weit wie möglich vertreten sein. Ja? Du musst die Leute dort abholen, wo sie online ihre meiste Zeit verbringen, weil dann werden sie dort auf dich aufmerksam und dann kriegst du dort eher den Bewerbereingang.
Und das ist aber auch etwas, was der Recruiter teilweise immer dem Hiring Manager oder einer anderen Person über ihm heutzutage immer noch erklären muss. Finde ich furchtbar interessant. Ja, jetzt sind wir schon total weit, haben wir da weit ausgeholt. Wir sind ja jetzt auch durch sozusagen. Wo ich noch gerne die Frage beantworten möchte, ob wir glauben, dass Videoansprache nur bei online-affinen Positionen funktioniert. Würde ich für mich sagen, das glaube ich nicht. Ich glaube, es kann für alle Positionen funktionieren. Es kommt halt auf das Video drauf an. Also natürlich kann man bei gewissen Positionen einfach anders witzeln oder anders rangehen oder lockerer rangehen und bei anderen wieder nicht. Aber ich glaube, dass es einfach schön ist, wenn man andere Wege geht und dass es für viele, viele Positionen funktioniert. Da bin ich sicher. Wir haben Kunden, die zum Beispiel über Lina und mich Videos zum Beispiel produzieren lassen. Und mit denen treffen wir uns vorher. Und das Erste, was wir fragen, erklärt uns doch erstmal eure Kultur. Ja, also ihr habt jetzt 3 Videos gesehen, ja, die vielleicht mehr so, ich sag mal, peppig was anderes waren. Wir machen aber auch genauso seriöse Videos für unsere Kunden, für so eine Direktansprache, weil es macht ja keinen Sinn, jemanden per Du anzusprechen und ihm dann für ein Unternehmen zu empfehlen, wo im Endeffekt nachher alles eine Sie-Kultur ist. Ja, also wir passen uns da immer an und man muss sich, wenn man diese Art von Videos macht, gucken, ist das etwas, was zu deinem Unternehmen passt? Das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. Ja. Okay. Wenn ihr sonst noch Fragen haben solltet, ja, verlinkt euch gerne mit mir oder Lina. Der Esel nennt sich steht zum Schluss, das habe ich gestern auch wieder gelernt von meinem Chef. Verlinkt euch gerne mit Lina oder mit mir bei LinkedIn oder Xing, dass wir uns vielleicht auch da austauschen können, falls ihr Interesse an einer Demo habt von unserer Software, wie die funktioniert. Auch da können wir euch gerne helfen. Und falls ihr Interesse habt, im nächsten Webinar teilzunehmen, wo wir ganz nochmal in dieses Thema Videoansprache direkt reingehen, ja, dann würden wir uns jetzt schon freuen, wenn ihr da sein könntet. Genau, und denkt dran, im nächsten Webinar, was am 18. November um 10 Uhr stattfindet, erzählen René und ich euch dann ganz viel über Active Sourcing per Video, wie wir es machen, wie man rangehen kann und würden uns total freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ansonsten, wie schon gesagt, eine Aufzeichnung wird es sicherlich im Nachgang auch geben. Ja, hat Conny gerade schon geschrieben. Genau, und verlinkt euch gerne mit uns und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dann, ihr Lieben. Vielen Dank. Ciao. Ciao.